Perfekt. Ich sehe, ich bin online. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt in der Richtung, weil letzte Zeit hatte ich ein bisschen kleine Probleme hier und da mit dem Internet. Aber eigentlich nicht um die Uhrzeit. Deshalb auch dieser frühe Stream in der Richtung und auch noch wegen anderen Kleinigkeiten. So, ich habe mir gedacht, ich komme einfach mal, sagen wir mal, zurück zum Stream. So wie ich gesagt habe, ich versuche das ja ein bisschen öfters zu machen und ein bisschen besser zu machen. Und wieso ja auch nicht in der Richtung dann halt irgendwas Neues machen. Keine Angst, Horizon Zero Dawn wird natürlich weitergemacht. Ich habe schon so viele, sagen wir mal, Sachen angefangen und dann abgebrochen. Aber ich dachte, ich tauche mal einfach in ein Spiel ein, was ich eigentlich immer spielen wollte, nur irgendwie nicht dazu kam, weiß ich nicht, durchzuspielen in anders. Und noch so ein paar andere Sachen. Weil ich sag mal so, die Varieté ist da so in der Richtung so. Außerdem habe ich noch einige Spiele, die ich zum Beispiel gar nicht angefasst habe, in der Richtung auch so. Und das ist dann natürlich ein bisschen, ja, okay, ne? So, es geht nämlich um das Spiel Transistor. Ich habe auch alles auf Deutsch gestellt, in der Richtung, soweit es geht. Die einzige Frage, die sich mir dann jetzt stellen wird, ist, ich glaube, die Sprache ist Englisch. Und die Untertitel und die Menüs, genau. Die müssen auf jeden Fall deutsch sein, so wie man das sehen kann. So, deshalb, ich werde jetzt auch einmal zurücksetzen, damit man sozusagen von Anfang an alles mitbekommt. So, wie man sieht, das ist schon so ein Zerrissen weggeworfen. Wie man sehen kann, ist das, sagen wir mal, hier so ein Spiel in der Richtung, was so von oben runter guckt, diese isometrische Sicht. Und ich glaube, das Schwert, genau, das Schwert ist mit uns am Reden. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das. Doch, das wird auf jeden Fall erklärt in der Richtung. So. Wie war das? Ich glaube, mit irgendwas näher kommt. Und so, kaputt. Berechnungspunkt. So, und ich. Genau. Und jetzt können wir sozusagen zur Planung Crash. So. Genau, das ist nämlich das, was hier in Richtung das ausmacht. Nämlich das wie heißt er nochmal? Ja, meine Nase juckt. Das hat sozusagen so ein Spiel basierend ist, dass man auch indirekt so eine Turn. Wie heißt das? Komm schnell. Wie heißt er nochmal? Aktueller Level 1. Och, mir fällt das jetzt nicht ein. Sowas wie XCOM, so ein Spiel sein kann mit, hey, wir machen Turn-für-Turn-Strategie. Das richtig Schöne ist hier einfach, dass das so schön gestaltet ist. Die Musik ist ja auch wundervoll, muss ich sagen, weil, wie heißt das nochmal? Ich den Soundtrack auf jeden Fall habe und es eigentlich traurig ist, dass das nicht so, irgendwie so ein bisschen untergegangen ist. Und wir selber wissen ja gar nicht, was passiert ist. Block Party up ahead. Here we go.
Also, ich kann da noch nicht hin. Gut. So. So, und los. So, und damit ist alles kaputt. Und je besser wir uns da anstellen, desto... Okay. Eine neue Fertigkeit haben wir bekommen. Das ist das... Ah, okay. Wish it was raining. Cover your tracks. Rain's not even on the pallet. Morgen bricht Cloudbanker erneut aus. Was möchten Sie denn haben? Warm, wolkenlos, leichte Brise, mild aufgelockert. Mild and inoffensive. Haben wir jetzt damit. Haben wir damit sozusagen unser Wetter für morgen beeinflusst? Watch out. Okay. Viele wie möglich treffen, geht das? Nee. Einmal zurück. Okay, ausführen. Gut. Gross. Er ist kaputt. Gut. No problem. Ah, das gibt nur wenig Erfahrungspunkte. So, um hier durchzukommen, müssen wir die komische Attacke machen. Ja, wir wissen eigentlich gar nichts über unseren Charakter, oder wir wissen allgemein nichts, nur dass wir dieses Schwert aus dieser Person gezogen haben und das Schwert sich... Hey, end of the plaza. It's you. Ah, hier. Ja. I'm so sorry, Red. They took your voice. I couldn't stop them. Just give. Well, we took something of theirs. Hey, let's just go. Come on, just go. Gut. Let's go. Und hier hinter verstecken. Wenn ich den eh nur einmal angreifen kann. She trying to trick us? Und hier hinter. Side street due east. Through there. I think I know a place we could get a ride. Also wir haben jetzt schon mal mitbekommen, dass sie unsere Stimme geklaut haben. Und wir davor eine Musikerin waren. Das heißt, Red war unser Beschützer. Okay. Und das sind so diese Puzzle. Okay. Moyle. Einstellung ausweichend. Hey, Mr. Moyle. Okay, eine neue Fertigkeit. Y. Ciao. Ah, okay. Oh no. Cut off our escape. Come on then, tough guy. Okay.
Oh oh, der hat da was verloren. Hat er wieder was verloren? Nein. Gut. Er ist noch zweimal. Eins und zwei. Damit ist er kaputt und jetzt steht alles einsammeln. Ah, wir sind aufgestiegen. Bounce, Kettenreaktion ablenken, Aktivslot. Stößt ein Querschlägerblitz aus, der das von Ziel zu Ziel springt, fügt der meisten Funktion eine Kettenreaktion hinzu. Subversiv verbergen, verbirgt den Benutzer und versteckt die nächste Ausführung und erhöht die Stärke des meisten Funktionen beim Meucheln. Nehmen wir das hier mal. So ein Folgeangriff. Was haben wir denn hier? Look at that. Ist das? Okay, you're in. Installationsprogramm aktiviert. Also okay, das heißt, ich kann jetzt einen von denen hier mitnehmen. Okay, dass es von Punkt zu Punkt springt. Bounce. Anzahl der Sprünge 5, Sprungreichweite so. Zack. Dann tun wir das doch mal da rein. Warte mal, warte mal, warte mal. Genau, ich kann das hier rausmachen. Dann kann ich das hier nach Y machen. Dann kann ich das hier, glaube ich, hiermit verbessern. Jaunt, verfügbar während der Erholung von Turn. Bounce kann während der Erholung von Turn verwendet werden. Spark kann während der Erholung von Turn. Breach feuert sofort und kann während der Erholung von Turn benutzt werden. Feuert sofort und während der Erholung. Das ist geil. Das heißt, ich kann jetzt die ganze Zeit... Ja. Das ist cool. Also ich kann es jetzt direkt. Davor hat sie ihr Schwert herausgeholt und was gemacht. Das heißt, hier hat man die Fertigkeiten, die man sozusagen noch miteinander kombinieren kann. Das ist natürlich sehr deep, wenn man da einsteigen möchte. Oh oh. Throttle, Level 2. Neue Version, Vergeltungsmodus. Ah, Mist, ich hätte mich umdrehen sollen. So, zack. Okay. Und nochmal. Und Ende. Zack. Okay, das heißt, wir müssen wieder einen anderen Weg finden. Oder wie? Nee, gar nicht. Autobahn, doch. Ja, weiter. Yeah, good call. That's our way out. Ja, aber ich möchte noch nicht. Das Schöne ist, dass es hier sozusagen so einen schönen... about that bike. Ja. Dass das so einen schönen Narrative hat. Wie neu. Ich finde das auch schön, dass das immer hier diese Funken schlägt, das Schwert, weil wir das nicht hochheben. Okay, E64 on-ramp. 5 blocks down. Take the second right. Do not turn left. And thanks for the lift. Whatever's left of me, back to those two-bit cameras.
Heißt, wir sind einfach nicht abgeschlagen, wir wollen Rache haben. Poor bike. Oh. Just 10 more blocks to the set. Das heißt, los geht's. They beat us here. Asleep or something. Maybe not. Okay, Prozess verbessert. Dreifacher Schneidlaser. Das möchte ich ja mal zurück, genau. So. Kann ich den... Genau, so. Dass ich einmal und zweimal mache. Ah, Mist, einer hat sich zu weit bewegt. Guckt euch mal, wie schön das hier alles aussieht. Not a soul. Hardly recognize this place without the foot traffic. Und so viel zu erkunden hier. Aber das Wichtigste ist, wir haben mitbekommen, dass es irgendwo so eine Organisation oder irgendwelche Leute gibt, wo wir jetzt hingehen in der Richtung, um irgendetwas zurückzuerlangen. Terminal still up. Genau. Wo wollen die? Must be starving. Fliegen Sie nur mit gratis French McAfee, bitte wählen Sie. Seamaster ist really the only choice here. Yes. Just have to get back to your place before it gets cold. They're hungry too. So. Shove off. So, da ist das Gute jetzt, dass wir das auch als außerhalb des Turns benutzen können. Damit können wir diese... Oh, lecker mit Meeresfrüchten. Okay. Was ist das denn? Wait, want to check the channel back there? Okay. Hier könnten wir was machen, haben wir aber nicht. Hä? Steht da Prüfen aktualisiert. Zur Funktionsprüfung. You got on the Camerata shortlist. More than just a name to them now. Alter 27, Geschlecht, weiblich, Fächerwahl, Musik, Linguistik, angeführte Gründe. Trace Interaktiv, Zielperson. Hier noch was? Nee, ne? Nein. Trouble. Popping up like weeds. Getting fixed.
Nee, einmal zurück und so, genau. Und go. Und zack. Just passing through. Genau, jetzt haben wir nämlich ein Level erreicht und damit können wir was holen. Load. Explosiver wird ein unbeständiges Paket zur Auslösung einer großen Explosion angreifen. Erhöht den Effektbereich der meisten Funktionen, fügt der meisten Funktionen ein, ändert die Loyalität eines Ziels und lässt den Benutzer dienen. Nehmen wir mal sowas. Heißt, ich kann dann... Genau. Was ist denn mit dem Kanal? Der hat gesagt, hier irgendwas noch gucken. Und ausführen. Oh shit. Gott. Oh, okay, die Pakete explodieren. Wer hätte das gedacht? Wow. Oh. Also der hat mich ein bisschen überrascht, der große Typ da. Aber da, wo der hergekommen ist, müsste bestimmt auch noch was sein. Okay, da ist auch noch was. Und der ist so hier rausgekommen. Bearbeitetes Lagerhaus. Hier kann ich da nicht durch, oder was? Super. Mann. Zugangspunkt oder ist nochmal ein Terminal? So. Ich könnte ja das in den hier reingeben. Sparks ändert die Loyalität des Ziels für kurze Zeit auf den Benutzer. So. Machen wir das mal so. Weil Bounce trifft mehrere Ziele. Und dann können wir so mit den mehreren Zielen was machen. Immer noch offline. Die nordwestlichen Quadrant der Cloudbank bleibt auf weiterhin offline. Bevorstehende Untersuchung, OBU. Behauptet in der Untersuchung würde die kürzlich verschwundene Person zusammenhängen ins Reich der Fabeln. Ins Oberinspektor Walter Nies lobte die Arbeit der 18 Polizeireviers, das mit den Ermittlungen betraut wurde. Unter meiner Führung hat es noch nie eine derart gründliche Untersuchung gegeben, sagte Nies. Derzeit ist auch nicht absehbar, wann die Einwohner von Godburg wieder zurück in ihre Wohnung zurückkommen können. Kommentar posten. Ich glaube kein Wort von diesem. Ich rechne nicht damit, dass Godburg ihre Absichtszeit wieder betreten werden darf. Er. Vielen Dank für die Antwort. Oh, und jetzt warten wir schon gleich wieder welche auf uns. Out of the channel in record time. 8 blocks off. Almost there. Ich muss aber einmal ganz kurz wechseln. Ich bin gleich wieder da.
So, ich hoffe, das war nicht zu lange. Komm. So. So, das heißt, wir müssen hier in diesen Durchgang rein. Get ready to get jumped. Okay. Or not. Let's not stick around. Okay. Goldwacht Bucht. Wish we could just sit and watch the world go by. Das ist ein Knopf, den man extra drücken kann, deshalb, dass sie anfängt zu singen, genauso wie das hier. Got some kind of cheerleader this time. Den doch gerade im Visier, oder nicht? He didn't even blink. So. Da. Gut. Now to mop up. Okay. Jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Gut. Oh, wow. Das war hart. Hätte ich besser planen sollen. I guess we're done here. Puh. Bewegt, dass die meisten Funktionen Ziele betäuben und stören. Beschleunigt die meisten Funktionen, erhöht ihre Geschwindigkeit und Reichweite. Teilt und untergliedert die meisten Funktionen für noch bessere Resultate. Ermöglicht den während der Erholung. Fügt der meisten Reaktionen eine Kettenreaktion hinzu. Fügt der meisten Funktionen einen Loyalitätsbonus zu. Machen wir das mal anders. Ich möchte... Genau, Bounce, komm nach X und ich möchte das in Bounce einbauen. Das heißt, dass Bounce jetzt... Lillian Platt used to run the OVC. Said she left for personal reasons. Miss Lillian Platt wurde eine herausragende Wissenschaftlerin in Cloudbank, der jüngsten Person, die jemals zur Vorsitzende des OVC-Vorstands gewählt wurde. Unter ihrer Führung wurde die Anzahl der OVC-Terminals in Cloudbank mehr als verdoppelt und die Übertragungsstärke um mehr als das Vierfache verstärkt. Dann aber wurde sie zur jüngsten Person, die den Posten jemals aufgab, denn nach weniger als 2 Jahren reichte sie ihren Rücktritt ein, um außerschulische Aktivitäten nachzugehen. Bei privaten Unterredungen wiesen mehrere ihrer ehemaligen Kollegen darauf hin, dass das plötzliche Verschwinden von Mr. Maximilias Darcy, eines engen Freundes, der Grund für ihren Rücktritt gewesen war. Offiziellen OVC-Kopien zufolge hat sich Darcy eines Tages dazu entschlossen, aufs Land zu ziehen. Preston Moyle. Guess he went out joyriding one night and never came back. Preston Moyle Hintergrund. Auf der Rennstrecke von Cloudbank war Preston Moyle der Erste, der 4 Jahre hintereinander mit unterschiedlichen Ruhe sämtliche Geschwindigkeitsrekorde einstellte. Mr. Boyle, dem zugeschrieben wurde, das Rennen der 1200 Kubikzentimeter Klasse populär gemacht zu haben, wurde nicht nur durch seine überragende Fahrkunst, sondern auch durch die Tatsache berühmt, dass er seine Motoren eigenhändig zusammenbaute. Man kannte ihn dafür, dass er ständig auf der Suche nach dem nächsten Kick selbst auf den entlegensten Straßen von Cloudbank unterwegs war. Und dann war Mr. Moyle eines Tages plötzlich verschwommen, wobei er mit Ausnahme eines der schnellsten Motorräder seines gesamten Berittes zurückließ. Ordnungssysteme an seinem Motorrad weisen darauf hin, dass Mr. Moyle die Kanäle nachts in der nordwestlichen Richtung überquerte, wobei seine Durchschnittsgeschwindigkeit 228% höher als allgemein üblich war.
Mit Sicherheit wusste er, dass der nordwestliche Winkel von Cloudbank aufgrund der bevorstehenden Untersuchung offline war. Wahrscheinlich war dies eine Art Anreiz für ihn. Preston Moll hat schon immer geträumt, allein auf seinem selbstgebauten Motorrad durch einen verlassenen Stadtteil zu jagen. Sein Motorrad zeichnet der ein Lachen auf, das darauf schließen lässt, dass die Realität seines Traumes in nichts nachstand. Dann aber endete die Aufzeichnung abrupt. Achso, das sind sozusagen hier, für jedes gibt es eine Funktion. You've reached the hopefully not permanent address of Mr. Nobody. Fehler, Hintergrund, Datenbank, Dezision, Zielperson bei Integration beschädigt, Ursache unbekannt. Das ist Red. Das ist Mr. Unbekannt. Das ist bestimmt den, der ja mit uns die ganze Zeit spricht. Das war die Lillian Platt. Das war der Preston Moyle. It's Nyla. Everybody said she split after Goldwalk Channel opened up. Niola Chan, es dürfte nicht leicht fallen, ein aktives, offenherziges Mitglied der Gesellschaft in Cloudbank-Bezirk Goldwalk zu finden als Miss Niola Chan. Sie verwendete mehr als 66% ihres verfügbaren Zeit auf Aktivitäten wie die Verabschiedung von Verordnungen zur Verbesserung unterentwickelten Regionen, die Kontaktaufnahme zu gewöhnungsmäßigen Nichtwählern und deren Information oder die Fürsprache für Gruppen ohne adäquate Vertretung. Da ihre Liebe dem Bezirk gegen alten positiven Erfahrungen, die sich zur Nostalgie gewandelt hatten, tatsächlich aufrichtig war, wurden ihre Motive kaum in Frage gestellt. Trotzdem hatte auch Mrs. Chan Gegner, was bei der Eröffnungsfeier, dass sie den Goldwalk-Kenner organisiert hatte, äußerst deutlich wurde. Nobody changed the sky like Yondale. Why her? Farah Yondale, sie war die ersten Skypainter von Cloudbank, jemand, der aus dem fortwährenden Veränderungen Himmel ein Kunstwerk zu gestalten verstand. Ihre Arbeit erfreute Tausende, die sich daran erinnerten, den Himmel einst als gegebenen hingenommen zu haben. Durch die Umgestaltung des Himmels um die Stadt herum erlangte Miss Yondale eine stattliche Anhängerschaft, und als mit ihren Fertigkeiten auch ihre Beliebtheit wuchs, begann sie Forderungen zu stellen. Eine dieser Forderungen kam direkt von Herzen. Der Bezirk Goldwalk, wo ihr Verehrer lebte, zog sie magisch an. Dort wollte sie für ihr eigenes Wohl und das Gemeinschaft den Horizont zusammen Wände einen schimmernden Saphir erscheinen lassen. Dies markierte den Zeitpunkt, an dem ihre Kunst zur Belastung wurde. Ah, interessant. Also einfach mal so, wie sagt man, zurück. Genau, wir haben eine Funktion. Nein, da ist nichts Besseres geworden. Ich frage mich, ob das dann irgendwie ist, wenn wir die verbessern oder irgendwo einbauen, ob es dann mehr Infos über die Personen gibt. Weil, so wie ich das bisher verstanden habe, sind das sozusagen alles jetzt nicht Tote, sondern alles Personen, die sozusagen unsere Fertigkeiten sind. Und diese Clash-Funktion, diese zweite, wo steht Mr. Niemand, ist bestimmt das Schwert, das mit uns redet, der Transistor, würde ich mal sagen. Sonst wird das Spiel ja nicht Transistor heißen. Here we are. Okay. Das ist unser Auftritt hier gewesen. Mal gucken, was uns erwartet. Also, okay, das sieht dann so aus. Deserted. Aber ich glaube nicht lange. They know we're here. Okay. Where'd everybody go? Der wird uns gleich was erzählen. He says the process wiped him out. He's too far gone. Hey. This lady again. Prozess verbessert. Okay. Perfekt, würde ich mal so sagen. Gott. Ah, shit. Gut. Schneller.
Genau, das ist nämlich schön mit dem Zusatzeffekt, den wir da jetzt haben, dass die, genau, so welche Zusatzsachen noch machen. Das ist cool. Das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, dass wir das so gemacht haben. So, und jetzt müssen wir irgendwo so ein Terminal finden, weil wir haben ja eine neue Fertigkeit von dem einem Herrn da gefunden. Hier. Ah, die müssen wir jetzt erstmal freischalten. Ah. Also, okay. Das heißt, wir müssen Level up haben, dann bekommen wir die Möglichkeit, die überhaupt freizuschalten. Werbematerial. Also Red. Dann haben wir noch einen. Ist das Coco oder irgendwie so? Oh, schöne lila Augen. Die Problematik ist hier, ich weiß nicht, welche Richtung die richtige ist, wo, wenn ich hingehe, die Story voranschreite und was ist so optional zum Erkunden. They left the lights on. Genau. Bringt mich das hier weiter? A terminal. Ah, okay. What's the good word? Vorfall in MPC. Gestern Nacht erhielt der OVC gegen 1.17 Uhr, nachdem alle Live-Auftritte planmäßig geändert hatten, mehrere voneinander unabhängigen Berichte über verdächtige Aktivitäten im renommierten Konzertpavillon. Die Behörden prüfen nach Berichten, wonach mindestens zwei Personen schwer verletzt wurden. Einer davon ist möglicherweise Rap, der Hauptdeck des Abends. Mehr dazu in Kürze. So, und jetzt gibt's Ärger, oder? Nein, noch nicht. Irgendwie bin ich immer darauf gespannt, wenn wir irgendwo etwas aktivieren, dass plötzlich irgendwas rausschnallt. Schellt oder irgendwas so. Let's have a look downstairs. Wieso diese Drums im Hintergrund? Das erinnert mich an den Film Birdman. Ah. Schau im kommenden Monat. Wir sind jetzt in der Red gegen Fuzzy Smile, den heißesten Act von Downtown. Wer wird sich durchsetzen? Sie entscheiden. Jetzt ist ja die Frage, soll ich dann so in der Richtung egoistisch sein? Na komm, nehmen wir das einfach so. Yeah, if only. Let's get back to it. Ne, da kann ich irgendwie nicht durch oder ist auch nichts Spezielles. Was für eine schöne futuristische Stadt das hier ist. When I first saw you up on that stage back there, it was like everyone loved you. Everyone except for them. Jetzt haben wir bestimmt irgendwie so einen beschworenen Boss oder sowas. Auf jeden Fall wird das auf Aufmerksamkeit auf uns richten haben. When you speak, I hear silence. Every word a defiance. I can hear. Petition für
Topics. Abgelenkt ist ein schönes Ausflug, lang nur auf Luft- und Seeweg zu erreichen. Es verdient, von allen besucht zu werden. Und sprich, Unterstützung wäre dann eine Petition zu schreiben. Look at you. You're alive. Me, I'm not so sure. Hey, say something already. Say something, will you? Oh no. Das heißt, die Person, die jetzt in diesem Schwert ist, ist die, die uns gerettet hat. Und da hat man gesehen, die 4 oder 5 Leute, die da waren, waren sozusagen die, die eigentlich uns haben wollten, unsere Stimme. She's here. Raced. Look who it is. Raced. Hello again, Sybil. You. Oh shit. Lost her damn mind. So. Ah shit. So. She must have felt that. All set. She's back. Okay. Nein. Nein. Und wegrennen. Schnell verstecken. Oh oh. So, 1, 2 und 3. Shit, ey. Und den da übernehmen. Und schnell weg hier. Hammer killen. Übernehmen. Und schnell weg hier. Ah! Überlastung Breach verloren. Oh shit. Und hier hinten. Ah Mann, das war nicht weit genug. So. Und dann schnell weg hier. Gut. Genau. Schnell weg hier. Bitte übernehmen, während den bitte zurück, während dann X
Nein. Nee. Ich muss da ein bisschen besser planen. So. Okay. Einmal übernehmen. Bounce. Bounce. Und schnell weg. Bounce verloren. Okay. So. Go, go, go und go. Oh, ist das ein harter Fight, ey. So. Go. So, stirb. Oh, was? Schon noch eine Stille? Oh, ne, zum Glück nicht. So. Retrace. Hello again, Sybil. Camarada friends. I want you to tell us where they are. Do you understand? Sybil's trace. Funktion, Schritt 1 von 2. Transformation, ruft einen Verbündeten herbei. Planung der Verbündetenaktion mit Turn ermöglicht den meisten Funktionen, Zellspawns zu verhindern. Okay. Hilfe. Okay. Geben Hintertür. Deckt verborgene Hintertüren in ganz Cloudbank an. Oh, cool. We got our lead. We're going downtown. The process will be waiting for us. So, ist das hier so am Blubbeln? Das Problem ist nur, ich habe jetzt meine Sachen verloren und ich hoffe, dass die wiederkommen. With any luck. Genau. Einen weiteren Zugangspunkt, okay. Machen wir das dann mal hin. Gott. Aktualisiert. Sonnenwende. Behördlichen Auflagen der nordwestlichsten Teil Goldwachs kollidierten mit der Himmelsbreite, die sie zum Malen benötigte. Aufgrund ihres Zustands missachtete Mission Dahl die Auflagen und ging munter ans Werk. Das Ergebnis war atemberaubend. Die meisten der Zuschauer fanden keine Worte, um das Kunstwerk zu beschreiben. Bei Mission Dahl aber mutwillig eine Sonderdirektive der Behörden ignorierte, wurde ihr die Ausübung ihrer Skypainting-Künste für eine 2,5 längere Zeitspanne untersagt, als sie zu akzeptieren bereit war. Sie gab einen Gnadenbesuch ab und geriet an einen Administrator, der auf gewisse Wege hinwies, die Strafe zu reduzieren. Begierig verlangte sie, mehr darüber zu erfahren. Unternommene Aktion. Persönliche Aufzeichnungen zeigen, dass Miss Platt sich mit bestimmten Gerüchten und modernen Legenden beschäftigte, die sich ungewöhnliche Phänomene drehten, das im nordwestlichen Winkel der Stadt beobachtet worden war, sowie dessen mögliche Verbindung mit den zahlreichen verschwundenen Menschen der letzten 12 Monate. Aus unbekannten Gründen lehnte sie ab, die Behörden einzuschalten. Ihr Zugriff auf vertrauliche OVC-Informationen könnte zu ihrer Entscheidung beigetragen haben. Andere Aufzeichnungen zeigen, dass sie in geheimen Gesprächen mit anderen behauptete, Informationen über die Umstände des Verschwindens ihres Freundes zu haben. Sie verarbeitete mit ihnen, dass sie eines Nachts einen nicht näher bezeichneten Port nahe der Goldbucht trafen. Better already. She's on our side. Cool. You'll be back someday. PWF. Oh nein, weg ist er. Aber cool, dass wir jetzt Verbündete haben. Das heißt, wir haben jetzt eine. Auf dem Bild hat man vier gesehen und der ältere
Der Herr ist bestimmt der Anführer, der das Schwert geworfen hat, wo sich der... Da. Einen haben wir noch, zwei, drei andere. Das Interessante ist, das Zeichen, was ich hier gerade sehe, was sie tragen, das Camerata, erinnert mich an das Injustice-Zeichen. Das Einzige, was ich definitiv sagen kann, das ist ein sehr atmosphärisches Spiel und besonders das Schöne ist, wie das so alles gezeichnet ist in der Richtung. Er hat alles schöne Sachen. Okay. Okay. Road to High Rise should be right around the corner. Pot 37 Top. Heads up. These are new. Get up, girl. Verbinden über RB einsetzen. Scheint, als wären das irgendwelche Kameras gewesen zu sein. Die haben jetzt Bilder von uns gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das schlechter ist. Aber an sich jagen die uns eh. Schlechter kann es ja nicht werden. Eine Hintertür. Das ist diese besondere Fertigkeit, die wir bekommen haben. Hintertüren zu finden. Hier hoch? Haben wir hier noch irgendwas? Suche verweigert, noch nicht verfügbar. Ist das sozusagen die Erinnerung von ihr? Geschwindigkeitstest. Let's try door number one. Okay. Ha? Einmal, zweimal, dreimal. Habe ich alle? Lebt hier noch etwas da? Oh! Haben wir ganz gut geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Freigeschaltete Musik in Circles. Okay. Cool. Erfahrungspunkte und noch irgendwas freigeschaltet. Das ist so schön. Now I wanna know what's in door number two. Ja, aber die haben wir noch nicht freigeschaltet.
Noch nicht verfügbar, das. Oder ist hier oben eine Tür? Nee. Das heißt wohl, hier sind welche Challenges. Und da oben ist irgendwas. Komme ich da irgendwie ran schon? Nee. Also da komme ich nicht dran. Hello, what's this? Entweder ist die Hintertür für alle, also für jeden von den Bösen da, oder das ist nur die Hintertür von Sybil. Treibern haben verlauten lassen, dass die Hydra's Hammers nicht wie zuvor gegen die Titelverteidigung des Clan antreten werden. Die Behörden gaben keine Gründe für die kurzfristige Verzögerung bekannt, versicherten den Fans beider Mannschaften aber, dass die Saison in Kürze fortgesetzt wird und alle Besitzer gültiger Tickets ein Geschenk erhalten werden. Mehr dazu in Kürze. Drücke beim Aufdecken von Prozessbegrenzern AT. Okay. Grenzer prüfen. Begrenzer stärken den Prozess. Bei Terminierung spawnt der Prozess abgeschirmte Stellen. Ein Begrenzer. Und mal, Effekt bei Benutzung bei Terminierung spawnt der Prozess abgeschirmte Zellen. Okay. Something's happened. In here. Okay, das heißt aber, das ist das bestimmt, was ich gerade irgendwie so freigeschaltet habe. So. Ich möchte aber den Dash jetzt wieder. Zuerst mal jetzt zurück. Installation entfernen. Erstmal alles entfernen. So, ich möchte den wieder auf B haben. Genau. Und den wieder da drin haben. So. Dann möchte ich den Bounce hier hin haben. Was bringst du als auf? Ruf deinen Verbündeten herbei, Planung, Aktion. Ermöglicht den meisten Funktionen Cell-Spawns zu verhindern. Ne, gar nicht. Sorry. So, das kommt hier hin. Dafür habe ich keinen Platz mehr. Genau. Und jetzt sind vier. Gut. Dann ist das halt so. Ich könnte aber den hier einfach wegmachen. Den einfach nach Y setzen. Nein. So, dann können wir damit den Hilfen, so. Sybil Rise, life of the party. She was bad news from the first. So, Miss Sybil Rise war in den elitären Kreisen der ganzen Bauung Cloudbank bekannt. Man sieht viele ihrer beliebten öffentlichen Veranstaltungen der Stadt, innovative Feierlichkeiten bis hin zu modernen Festivals. Obwohl sie stets überall zu sein schien, fand sie irgendwie die Zeit, ein zweites geheimes Leben zu führen. Als Mitglied der Camerata war Miss Rice dafür verantwortlich, Informationen über potenzielle hochrangige Ziele zu sammeln. Leute, die zu ihrer Sache beitragen konnten. Sie füllte ihre Aufgabe perfekt aus und zog keinerlei Aufmerksamkeit auf sich, obwohl sie ein bestimmtes Spiel, Ziel stark frustrierte. Ne, hier gibt's nichts Neues. So.
Dann mal wieder zurück. So. Gut. So. Nein. Wieso ist der Bounce blockiert? So, und ich hoffe, dass das jetzt klappt. Okay, es klappt schon mal nicht. Gut. Und hier. Und go. Ach so, ich muss. Oh. So ist das. Ich muss die Schilde zerstören. Wer hätte das gedacht? Etwa. Das war natürlich schlecht. So, let me get this straight. The Camerata. They think they can stop you with these process things. But you're just getting stronger. Okay. Gut, bringt nichts, weil ich kann da nichts machen. Personen. Personalauswahl. Ne, ich denke, dann gehe ich hier einfach mal rein. Looks like I get to put off selection for a while longer. Okay, da war das nur so eine kleine Info. Nein, hier kann ich auch nichts machen und hier kommt wieder großer Kampf, das sehe ich schon. This is new. Gut, zack. 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 Und eins, zwei, drei. So. Zack. Zack. Aufhören. Deshalb ist halt wichtig, immer etwas zu haben, was man, wie heißt er nochmal, während der Aufladung benutzen kann. Ich denke, das ist ganz cool. Und? Neuer Gegner. Besucherbüro. Wieso? Will kein Besucher hier hinkommen? Nach Cloud City? Und weiter. Okay. 17 Gaststätten haben sie hier im Kanalbezirk. Mann, 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 ey. Das ist doch ein bisschen verblüfft so. Aber ich finde das auch sehr interessant mit dem, wenn immer etwas ist im Hintergrund, so eine Organisation, die sich irgendwo zusammenfindet und immer versucht, irgendeine Stadt für sich zu... wie heißt er nochmal? Zu beeinflussen mit allem drum und dran, was es da gibt. Und immer so, hey, wir sind hier diese geheime Organisation im Hintergrund. Ja, kommt zum Beobachten. You lost? No? We better move. Get him. Hey, get back here. Bring him on. So. Clockers. Gott.
Und vorbei. Zack. Und 5. So. Entweder ich kann mich unsichtbar machen, oder was ist das? Explosion. Erhöht den Effektbereich der meisten Funktionen, bildet ein unbeständiges Paket. Verbirgt den Benutzer, erhöht die Stärke der meisten Funktionen beim Meucheln. Das heißt, Meucheln ist immer von hinten. Was ist das? Passive Boni von Funktionen. Öffnet Passiv-Slot 1 zur Verwendung von beliebiger Version. Cache. Bei Terminierung spawnt der Prozess manchmal Zwillingszellen. Der Prozess wird mit doppelter Kraft zuschlagen. Doppelter Kraft zuschlagen. Wow. Was für Musik. Irgendwie sehr passend. So, jetzt müsste ich nur noch so ein Terminal finden, wo ich mich mal auch mal wieder bearbeiten kann. So. Meucheln, meucheln, meucheln. Meucheln. Ey, ich möchte, dass du kaputt gehst, Schild. Okay. Und zerstören bitte. Mann, 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 komm her. So. Und ich sehe da hinten ist ein... Wie heißt das nochmal? Ach so, das ist den, den wir oben gesehen haben. Hier ist noch ein Terminal, genau. Blauer Himmel ist wählbar. Ich nehme Kobaltblau. Genau, und so. Gut, so, also. Erstmal entfernen, 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 so. Ich hätte gerne erzeugt in regelmäßigen Intervallen unbestimmte Begrenzung zeigen. Oh, was haben wir denn hier? Kennzeichnung Schadenszelle. Die Zellen sind ruiniert. Sie gehen kaputt wie alles, was kaputt geht. Aber statt kaputt zu gehen, werden sie etwas anderes, etwas anscheinend nicht werden wollen. Das ist keine Verwandlung, sondern eine totale Metamorphose, die, soweit ich beurteilen kann, nicht umgekehrt werden kann. Hat die Zelle erst die Form angenommen, bleibt ihr nur noch übrig, ihr geschwächtes Potenzial auszustoßen, wie einen letzten Atemzug. Zurück in den Äther, vermute ich. Eine Art Selbstverteidigung. Royce. Er hat hier nichts. Haben wir irgendwelche neuen Sachen? Nein. Das heißt, wir haben hier diesen Passivslot. Warte mal, was hast du als Passiv? Spawnt bei der Aufnahme von Zellen eine verbündete Schadenszelle. Gewährt eine Chance von 25% bei der Verwendung von Turn zum Super-User zu werden. Erzeugt in regelmäßigen Intervallen unbeständige Pakete. Also das wäre richtig geil, wenn ich damit irgendwas verstärken könnte, aber... Die Problematik ist, ich habe zu viele in der Richtung so. Das heißt, ich könnte nur 3 Funktionen haben, was in meinen Augen nicht so schlicht wäre. Genau, dieser neue Slot. Also ich habe jetzt zwar nur 3 Fertigkeiten, ich habe aber die Chance bei Aufnahme von Schadenszellen. Oder doch, oder? Oh. Go. Thank you.
So. Und so, was haben wir hier noch? Da hinten. Gut. Bett. Irgendetwas habe ich bekommen. Okay. Hey! Is anyone out there? I thought so. Was heißt das? Hast du irgendwen gefunden? Du musst öfter mal diesen Strategiemodus benutzen. Ich darf nicht immer so reinrennen. Mann. Weil wir jetzt auch nur noch die drei Fertigkeiten haben, ist das immer so eine Sache. Ich muss irgendwie mehr von diesen Möglichkeiten bekommen, mal was reinzutun. Aber ich glaube, das ist auch levelabhängig. Zwei Stücke, ey. Ich müsste das hier haben. Yikes. Oh, shit. Ja, bin ich. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Aussichtspunkt. Blocks bis High-Rise 16. Red, have a look out there. Toward High-Rise. Traverson Hall. The Annex Building. They're not there anymore. Half the skyline's disappeared. Whatever's after us, it's spreading. The Camerata. They ripped this whole town apart. To get us. Or to get away. Okay. Is that sandbox? Shall we? Wieder eine Hintertür. Und jetzt müsste das genau da sein, wo wir sind. Oder wo wir waren, so in der Richtung. Tut mir leid, wo wir waren. More of those doors opened up. Höhle. We're not alone. Hey, she's friendly, I think. Hi, Luna. Can I call you Luna? Überlegte Idee. All cozy here, but what's going on out there? Process. I thought it only wanted you. It wants the whole town. Okay. Also irgendetwas ist da hinter uns her. Luna, fetch. Good girl. Jetzt haben wir mehrere Türen. Stabilitätstest. Eins von drei. Das sind dann so die, oh, wie soll man sagen, Herausforderungen. Jetzt mal gucken, was ist der Stabilitätstest? Das frage ich mich jetzt. Yep, more sand. Something's changed. Try your moves. Widerstehe dem Prozess für 90 Sekunden. Just gonna hold off. Überlebe. Oh Jemine. Oh Jemine. Oh shit, wenn ich zweimal angreife, dann gehen sie wieder zurück oder was? Nein, 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 nein. So. So. Hey.
Lass mich hier raus. So. So. Los, killt euch gegenseitig da. Und das sollte jetzt eigentlich reichen. Cool. Das Rückgratmusik, okay. Da stand 1 von 3, das heißt, es gibt noch weitere, oder wie? Entweder habe ich dann weniger Fertigkeiten oder ich muss länger aushalten. Das ist immer so eine Sache. Geschwindigkeitstest, 2 von 6. Kein Druck, Praxistest. Door number one, round number two. Okay. Das heißt, hier muss ich wieder schnell killen und gucken, was ich wieder für Fertigkeiten habe. Weil ich habe das letzte Mal ganz vergessen, dass die uns Fertigkeiten vorgeben. Ready when you are. Okay. Okay. Aber ich glaube, genau, ich muss mal gucken. Ich glaube, das, was da unten ist, terminiere im Pro. Okay. Okay, so. Okay. Gut. Habe ich noch nicht geschafft? Da fehlt noch was oder was? Da. Mein Gott, ne. Das war härter. Ich hätte das, glaube ich, auch besser mit den... wie heißt das nochmal? Hätte das besser mit dem Paket machen können. So wie ich das gesehen habe, konnten wir die Pakete die ganze Zeit benutzen. Und das Problem war, hätte ich lieber die so gekillt und mit dieser Schnelligkeit-Modus alles aufgehoben. Wäre das besser geworden. Planungstest. Okay, das heißt, ich muss in einem Planungsschritt alles killen jetzt bestimmt. So, mal gucken, was haben wir diesmal für Fertigkeiten. Okay. Planungstest. Terminiere in dem Turn. Okay. Warte mal. Nee, zurück. Halten zum Ziel. So, okay. Genauso wie ich gesagt habe. Aber deshalb haben wir 62, so eine ganz komische Zahl. Ah ja, weil wir einmal 2% mehr bekommen haben, so war das. Also das ist doch so, wie ich gedacht habe, diese Planungstest. Und jetzt kein Druck, ist einfach offen, oder... Wie soll man sich das jetzt verstehen? Kein Druck. Bekomme ich da irgendwelche Fertigkeiten und muss das einfach so machen, ohne irgendwelche besonderen Spielregeln? Hm? Bewerte die verfügbaren Funktionen. Okay. Okay.
So. Ja. It's a fake. Looks real enough. Ah, okay. Zum Trainieren ist das. So ist das also. Ah, es ist einfach nur zum Üben. So. Das ist natürlich auch interessant. Da kann man einfach so diese Zusammenspiele, so wie wir das jetzt gerade gemacht haben, das ist gar nicht so schlecht, ne? Wir haben jetzt gesehen, wir können hier alles machen. Ich glaube, Stained Glass ist so das, was ich zurzeit am meisten mag. Back to reality. Jetzt muss ich gucken, wie wir hier einfach speichern können. Ob man nicht. Ich muss mal gucken, wo das irgendwie so ein Symbol ist zum Speichern, weil ich wollte jetzt eigentlich mal kurz Pause machen. In der Richtung, weil ich dann noch ein bisschen so vorbereiten muss und wäre dann vielleicht abends nochmal da. Back on track. Und doch. Oh shit. Shit, 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 shit. Komm, schieß. Gott. Nein. Shit. Oh, cool. Gut. Kill. Go. Was ist das? Irgendeine besondere Fertigkeit haben wir hier. Oh, shit. Oh, das war hart. Und jetzt haben wir auch noch unser Breach verloren. Das ist sehr schlecht, sehr schlecht. Das war kein guter Kampf. So, wie lange muss ich noch warten? Noch ein Punkt. Gut, das heißt, dass das jetzt verloren ist. Genau. So, du kommst da rein. So. Weil irgendetwas müssen wir haben. Gut. Head on in. Coast is clear. Okay. Used to be how many good drinking joints here. Ah, guck mal hier. In Panik ausgebrochene Person. So it's true.
Im steten Wandel und Fassaden von Traverson Hall konnten die Geschichte... Könnte Geschichte sein. Der unabhängigen Berichten zufolge das gesamte Gebäude verschwunden ist. Ein Gebäude von 100 Quadratblocks um den Gebäudestandort herum ist als Offline Pending Investigation OPI ausgewiesen worden, während das Gelände von Administratoren gründlich untersucht wurde. Sollten Informationen diesen Vorfall haben, bitte melden Sie die Lokalverwaltung. Doppelter Munitionsvorrat, okay. Ah, guck mal, einer von uns. Der Schadenszelle. Gott. Gott, fertig. Geht doch gar nicht so schlecht. Es könnte schlimmer sein. Echt jetzt. Was? Ah, das war dieses magnetische. Zwingt ein Ziel näher zum Benutzer hin. Stärker gegen weit entfernte Ziele. Bewirkt, dass die meisten Funktionen Ziele von ihrer Position wegziehen. Zieht Zellen schneller und aus größerer Entfernung heran. Bing, verschießt schnell und geradlinig kinetisch an, verbessert Planungskosten von Turn, beschleunigt die Massenfunktion, erhöht die Entfernung jeder Verwendung von Touren. Ich weiß nicht, ob ich die immer bei mir haben möchte. Ich nehme mal das hier. Bing. Upgrade Slot 9. Oh. Nehmen wir das mal. Die Prozess-Response von Zellen laufen viel schneller ab und Benutzer verliert Zugriff auf 6 Mem oder mehr. Funktionen können deinstalliert werden. Hä? Was ist das denn? Benutzer verliert Zugriff auf 6 Mem oder mehr Funktionen können deinstalliert werden. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Also hier steht, der Prozess-Response von Zellen läuft viel schneller ab. Benutzer verliert Zugriff auf 6 Mem. Ich nehme mal das hier. Das heißt, sie respawnen schneller in der Richtung. Bekommen aber dafür mehr Erfahrungspunkte. Ich glaube, das ist... Also das mit diesem Overcharge-Effekt, denke ich mal, ist so, dass das einen positiven und einen negativen... Das heißt, wir werden einfach nur mehr Erfahrungspunkte bekommen. Das heißt, dass wir schneller... Oh. Ist aber nicht schön. Ja, komm. I'll miss this place. High-Rise-Bezirk, näher kommen. Going up. So, das heißt, ich werde jetzt hier... Werde mal gucken. Begrenzer. Hm.
Das heißt, dafür bekommen wir mehr Erfahrungspunkte. Der Prozess wird mit doppelter Kraft zuschlagen. Bei Terminierungsbot der Prozess abgeschirmte Zellen. Ah, das ist es. Dann werde ich das einfach wegmachen. Dann sind sie nicht mehr abgeschirmt. Kann aber dafür in der Richtung das Glück haben. Das heißt, ich muss aber auch vor Bossfights das hier ausmachen. Diese besondere Exemplar wurde ich nicht verärgern. Nein, davon muss ich entschieden abladen. In Ruhe lassen. Obwohl es eigentlich recht sanftmütig ist, kann es nicht einfach gestört werden. Sollte auch nicht gestört werden. Die große Gestalt lässt mich in eine ältere Form vermuten. Weniger effizient, aber auf manche Art und Weise nicht so leistungsfähig. Aber trotzdem wie der Rest der spezialisiert. Es muss seinen Verwendungszweck haben. Wäre sonst sicherlich nicht mehr da. Wenn du es dir ansiehst, kannst du bestimmt ahnen, was für es gut ist. Wenn man ein gutes Stück Baugrund benötigt, na, dann sollte man den Prozess zu Hilfe rufen, Royce. Da. Da haben wir jetzt das letzte, weil da ist das letzte Ding ist freigeschaltet. Verschwinden. Mission Dals gekonnter Umgang mit der Dimension der realen natürlichen Schönheit der Stadt veranlasste die Kamerata, sie ausfindig zu machen. Während sich alle Aspekte der Stadt mit konstanter Geschwindigkeit entwickeln, war die besondere Art und Weise, mit der sich Miss Yondale ihren Handwerk widmete, mit starken, scharf sichtigen und tiefen Verstand bei gleichzeitigem Sinn für den Wunsch ihrer Freunde und Gönner. Eine ganz besondere Voraussetzung, an der die Kamerata gefallen fand. Als sie verschwand, entschieden fast 70% der Personen von Miss Yondales Bekanntenkreis, dass sie zur Vermeidung einer Verurteilung aus dem Bezirk geflohen war und irgendwo dort draußen ihre Muster immer noch im Himmel leuchteten. Treffen mit Red. Miss Rice traf Red, als sie ein kleines Programm aufschrieb und Künstlerin vorbereitete und war zuerst mit in Reds Musik, dann in die Person selbst vernarrt. Ihren Tagebucheintrag zufolge hatte Red etwas Sehzhaftes und Selbstbewusstes an sich, was das Mrs. Rice keine Erklärung fand. Doch was Mrs. Rice davon frustrierte, dass Red auf Abstand zu gehen schien. Die ganze Zeit über hatte Miss Rice die Überheblichkeit eines Freundes von Red beobachtet und war zum Schluss gekommen, dass er die Sängerin gegen sie aufgebracht haben musste. Um dies zu ändern, fiel Mr. Rice verschiedene Möglichkeiten ein. So. Erhöht die Entfernung jeder Verwendung, verbessert Planungskosten von Turn, beschleunigt die meisten Prozesse. So. Genau. So, ich muss jetzt eh erstmal gucken. Erstmal alles weg. So. Okay. Ich möchte, dass der als passiver Slot bleibt. Den möchte ich gerne haben. So, der kommt hier hin, das ist klar. Den werden wir verbessern. Bounce. Und immer ausführbar. So. Und das war's. Aber Hauptsache, wir haben alle Fertigkeiten. So. Er sieht ja ulkig aus. Okay. So. Bringt das überhaupt hier was? Ich glaube nicht. Das heißt, ich werde das so machen, dass ich den hier deinstalliere. Lieber den Bounce-Effekt. Ja. Fehlt da. Eins fehlt mir da, weil sonst kann ich nämlich. Also jetzt ist es eh egal, jetzt kann ich das auch wieder zurück machen. Weil es bringt ja nichts. Dann kann ich das auch wieder. Ich kann da keine zwei Sachen reinmachen, das ist das Problem. Die Hauptgondel. Ich denke, ich werde die Hauptgondel mal nehmen. Und ich denke, dass ich dann da speichern werde. Next up, High Rise. Something's wrong. Ah, war klar.
Falsch. So. So. Echt, nur zwei Stück sollen das gewesen sein? Aber was ist mit den ganzen Kleinen da gewesen? Also, ja, wie heißt das dann nochmal? Mit diesen Gräsern 2.0, die heilen. Ja, das war mir klar, dass... Genau, das war mir klar, dass irgendwo irgendwas passieren muss, wenn wir schon mit dem... So, ich denke... Eine aktualisierte, unten was speichern, so. Wo ist was aktualisiert? Da. Hintergrund, wie viele Fälle, also hinter Yellowford, wie viele Fälle mussten wohl knacken, um höchst dekorierten Ermittler des 18. Jahrhunderts zu werden? Obwohl Officer hinter Yellowford dies schon frühzeitig gewusst, bewusst war, gab er deswegen niemals hochmütig. Natürlich war Officer Yellowford kein einfacher Ermittler, er war ein Prognostiker. Dies war einer der seltensten und am wenigsten verstandenen Berufe in Cloudbing, obwohl die Resultate eigentlich für sich sprachen. Officer Yellowford verfügte über die fast unheimliche Fähigkeit, jedes Mysterium aufzuklären, das in der Stadt auftaucht. Aus diesem Grund war er sehr an den Gründen dafür interessiert, dass die Verwaltung in aller Stille entschieden hatte, den nordwestlichen Rand des Kaufhock-Bezirks auf weiteres stillzulegen. Ja. Sehr interessant. So, deshalb werde ich jetzt auch beenden. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich später nochmal da bin. Oder? Ja, sollte sein, weil ich muss auch ein bisschen was vorbereiten. Aber ich denke, das sollte einem nicht im Weg stehen. Deshalb freue ich mich und ich hoffe, dass wir uns, ja, bald dann wiedersehen, ne? Bis dann. Ciao.